So, ich möchte euch jetzt einmal zeigen, wie ihr eure Babys pucken könnt mit einem Wolltuch. Das ist jetzt die Babystrickdecke von Disana, die sich sehr gut dafür eignet. Dann lege ich das Tuch aus. Je nachdem, wie groß euer Baby ist, könnt ihr euch das Tuch auch etwas noch zurechtfalten. Wenn ihr ein sehr kleines Baby habt, könnt ihr hier oben das ein bisschen verkürzen, indem ihr die Ecke umschlagt. Ich habe jetzt hier meinen Sohn mit seinen 5 Monaten, schon ein großer Puckling. So. Dann lege ich den Kopf in eine Ecke von der Decke. Wie gesagt, hier kann ich schauen, die Länge ein bisschen variieren. Hier unten auch nochmal. So, jetzt wollen wir dich mal pucken. Wichtig ist ja, dass die Ärmchen schön am Körper sind. Die kann man neben dem Korbkörper pucken oder auch auf dem Körper. Mein Sohn mag gerne immer seine Händchen spüren. Deswegen werde ich ihn jetzt so pucken, dass er seine Händchen spürt. Nehme ich die erste Decke und dann, gerade auch bei den Neugeborenen, kann man hier wirklich schön festziehen, dass eine schöne, gemütliche Enge entsteht. So, dann hier. Wenn du jetzt ein Neugeborenes hast, was noch sehr klein ist, kannst du das so umschlagen. Ich brauche hier die Länge. Ja, guck mal. Ja, schön, ne? Und dann die zweite Ecke nochmal, um das Ganze wirklich richtig fest zu ziehen. So, hier unten kann es dann befestigt werden. Dann hat man hier oben wie so eine kleine. So bist du hingepuckt. So bist du hingepuckt. Ganz gemütlich. Ich empfehle wirklich ein Stricktuch, das schön elastisch ist.